Ja, das Ding ist, du musst den Skill hier benutzen, also du musst den Waffenskill benutzen. Totstellen? Maybe. Maybe. Was kann ich denn anziehen? Maybe eine Brust? Irgendwie? Eine Brust mit. Oh, I don't know. Was ist das? Magisch? I guess das ist magisch. Ja, das ist alles große Last. Ja, wollte ich gerade sagen, der Schaden ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Die Frage ist, respawn die Speere? Weil ich habe nicht unendlich davon. Motherfucker. Ich sollte auf Summons warten. Und gucken, ob hier noch irgendwo Speere rumliegen. Warum kommst du mal zu mir? Heilerin. Ah, I see. Okay, Jungs, ich habe keine Ahnung, wo der Boss ist, aber we got this, okay? Anscheinend in die Richtung. Ja, und jetzt habe ich halt kein Dings mehr für durch und durch. Alter.
Was hat mich getroffen? Was hat mich getroffen? Außer gar nichts? Der ist ja ein cooler Feind, gut. Hittet dich einfach irgendwas random, was du nicht siehst, und du bist tot. Und jetzt habe ich basically keine Pfeile mehr. Schön. Auf den Fall hätte ich so gar keinen Bock. Der Fight ist halt auch ein Witz. Der Fight ist halt ein Joke-Fight. Darfst du halt nicht ernst nehmen. Da dachte sich irgendwie, oh, das ist bestimmt voll episch. Aber ne, das ist halt einfach nur der größte Troll, den ich je gesehen habe. Der ist total optional. Alles, was ich mache, ist optional. Der ganze Stream heute, alles ist optional. Ja, anscheinend reichen 2 Runen, um das Game zu beenden. Ja, keine Ahnung, wie du dem Shit dodgen sollst. Also das ist noch was, was ich überhaupt nicht check. So wie ich das verstehe, kannst du mit 2 Runen einfach irgendwie Richtung Hauptstadt und zum Berg runter und kannst das Spiel beenden. So verstehe ich das. Bin ich Stuff mit Glitches ankommen? Ja, ich sehe nicht, wie du das legit machst. Also wie du allen davon dö. Du hast jetzt Science betrieben und machst 2-mal mehr Schaden. Nice. Und ich habe vergessen, meinen Kram zu ändern und bin deswegen jetzt tot. Deine Schwäche ist Rot. Garantiert. Der rottet doch eh schon. Ja, genau deshalb ist Rott seine Schwäche.
He needs to eat to fucking keep his rod under control, right? Okay, was ist die cheesieste Strat für den? Ja, damit. Ich fight den nicht legit, Alter. Das ist Schwachsinn. Vielleicht kann er ohne Pferd. Und Bo und Rod. Oh, ich hab wieder Bo, not Rod, ey. Wait. Ach ja, und du kriegst deine Runen nicht gescheit raus, weil es ja kein. Tio, das. Der gesamte Fight ist fucking stupid. Weißt du, du musst dir einfach mal reinziehen. Du hast nicht mal irgendwie ein Ding vor der Nase, sondern das scheiß Marika-Ding. Das heißt, wenn du ändern musst, musst du quasi komplett wieder raus. What is this? Ey, das ist ja mal voll dumm. Ich habe ihn mit Black Flame beworfen. Aber das ist ja mal der gimmickste Bullshit-Fight, den ich seit langem gesehen habe. Das ist einfach das Rotten Breath. Ich kann, glaube ich, keine Rot-Arrows craften. Na, ich kann Gift und ich kann Bleed. Soll ich dir sagen, wo das Kochbuch ist? Ja, dann muss ich das Kochbuch holen und dann muss ich die fucking Mats dafür farmen und I don't know. Also ich weiß echt nicht, ob ich gerade den Kopf für diesen Fight habe. Ist halt Bullshit. Ja, ist vollkommener Bullshit. Stimme ich vollkommen zu. Besonders das ist halt nicht, weißt du, was mich einfach stört, es ist nicht hart. Es ist nicht, weißt du, es ist nicht Dark Souls hart, es ist einfach lol, wir schmeißen dir irgendeinen Bullshit entgegen, deal with it. Weil ich versuche halt gerade zu überlegen, wie ich den auch nur ansatzweise killen könnte, ohne auf Cheese zurückzugreifen. Und ich sehe literally keine Möglichkeit. Ich sehe keine Möglichkeit, da mit meinem Katana reinzugehen und den zu töten. Ja, ich meine, die Strategie ist ganz klar Great Bow. Wir wollen, dass du einen Great Bow nimmst und in den Rhein eierst. Ganz klar. Nichts anderes. Das ist das, wie die wollen, dass du den Fight spielst. Ja. Ich habe eben hier. Das Ding ist. Ich habe eben. Dings hier benutzt. Wo ist er? Ach, jetzt findest du es wieder nicht. Ich habe eben den hier benutzt, den Golem-Großbogen, und der war super. Ja, also da ist halt so viel Bullshit drin, weißt du, das ist halt das andere Problem. Da ist halt omega viel Bullshit drin. Das Problem ist, ich habe keine Großbow-Dinger.
Jeweils in Phase 1 sehe ich vielleicht noch, aber spätestens mit Phase 2, mit seinem komischen Gravity, also besonders, was mich irritiert, sind diese komischen Dinger, die er auf dich schießt, also diese, die dir folgen. Weil ich habe keine Ahnung, wie du damit dealen sollst, wenn du auf dem Boden bist. Also das ist, I don't know. Also Fun Fact, ich will nicht, definitiv nicht hier sein. Wo war der Händler, der fast am Verhungern war? War der hier irgendwo? War der bei der Festung? Weil ich glaube, der verkauft Unmengen an Pfeilen und Shit. Aber wo war der? Wo war der Typ? Weil ich glaube, der hatte Rottpfeile. Der war nicht in der Festung, oder? Nee, 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 hier war der. Wo war der Mann? Scheiße, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ne, Zeit für eine interaktive Map. I actually don't care, dude. Da spoil ich mich jetzt vollkommen. Das ist mir so egal. Goddamn, ich kann nicht tippen. Weil das ist einfach nur... Ja, die Taktik, bei dem ich literally cheese. Nichts anderes. Ich sehe keine gescheite Taktik bei dem. Also nicht Mini. Ich brauche NPCs, I guess. Nee, ich brauche nicht NPCs. NPC Invader Spells, Upgrades, Waypoints. Cool, hier wird mir schon mal nicht angezeigt, wo. Gott. Ein Wunder, dass die interaktive Map von Fextra Life nicht zu gebrauchen ist. Wer hätte das nur erwartet? Map Genie das. Who would have guessed? Ja, Fextra Life Shit ist für den Arsch. Wie überraschend. Hide all. Ich hätte gern. Merchants. Da oben ist der. Okay. Was? Junge, ich bin gerade echt nicht in der Laune. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Who is das? Ja, I don't know. Wo nicht who? Hier oben. Bei dem Händler hier, literally. I guess nur nachts. Ja, yep, nur nachts.
Wird nicht, dreht jetzt raus und er spawnt. Oder auch nicht. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Go sei down. Vielleicht weil ich aufs Pferd gestiegen bin? Gerade AFK, was ist passiert? Ich bin hier hingeportet und hier ist ein Boss gespawnt. Und jetzt spawnt er nicht mehr. Und ich bin mir nicht sicher, was die Condition ist, um ihn zu spawnen. Willst du es wissen? Well. Der Typ ist wahrscheinlich genauso unnachbar wie Rodan, von daher sure. I actually, wenn nicht, hätte ich es jetzt gegoogelt. Das verstehe ich nicht. Warum explodiert einfach irgendwas und mein Pferd ist weg? Bei Nacht? Ja eben nicht, es ist Nacht und der spawnt nicht. Was? Hä? Nacht und erneut an Grace setzen ist super buggy. Du musst hinporten. Oh, I see, I see. Also es ist basically, du setzt dich an das Grace. Und dann machst dann quasi das Nachteinbruch. Weil so spawnt er nicht. Vielleicht nochmal hinsetzen? Yep. Netter Schaden, Junge. Okay, er straight one-shottet mich. Cool. Du siehst, wenn er kommt, wenn der Händler nicht da ist. Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Ja, cool. Weil der Händler hier... Back over unusual to this... verkauft nicht das, was ich will. Das ist der falsche Händler. Wo ist der andere Händler? Wait. Das ist nicht der Händler, den ich suche. Crackpot, Stone Keys. Ich suche einen anderen Händler. Ich hatte eben einen Händler, der... Vielleicht der? Have a safe journey. Also anscheinend ist da einer. Ich hatte eben einen Händler, der mich von der Seite angedödelt hat, so von wegen, hey, willst du was, willst du, ja, der war's. Der hier.
Ah, how nice of you, Lise. Brandpfeile. Shit, ey. How do you deal with this fucker? Ich hab keine Ahnung. Du kommst, glaube ich, nicht ums Craften drumrum. Oh, fuck Craften, Alter. Weißt du, das ist, es wirkt halt so, als ob der Boss einfach nur implementiert wurde, damit du aus deinem Weg gehen musst, ja, um irgendeine cheesy Strat zu spielen. So fühlt sich das gerade an und das geht mir voll gegen den Strich. Weißt du, so jeder andere Boss ist irgendwie so, ja, dein Bild ist nicht optimal, aber das ist machbar. Und der fühlt sich einfach an wie, nee, du musst den Cheese spielen. Ich weiß halt weder, wo das Cockbook ist, noch irgendwas. Jetzt Perry üben. Fun. Du hast doch eh einen Buckler. Sollte halt mit einem Buckler nicht total easy sein? Man, ich habe keine Ahnung, ey, wie ich mit dem dealen soll. Das Golden War auf dein Schild getan. Kenne ich nicht. Das Problem ist halt auch, er two-shottet dich halt, ne? Das hat auch so ein Ding. Was ein Cockblock. Weißt du, der Boss ist literally einfach nur Cockblock. Nichts anderes. Oh ja, und in Radans Ding ist ein Dungeon. Weil das Ding hier zeigt dir literally, hey, hier unten ist ein Dungeon. Aber das ist basically in Radans Ding. Von daher, ja, da ist ein Dungeon drin. Der Boss wurde basically nur implementiert, damit du aus deinem Weg gehst und nicht Cheese-Threads spielst. Ist mein Feeling. Weil zu dem Zeitpunkt, gibt es überhaupt Waffen mit, die Natural Rot drauf haben? Ich glaube nicht. Ja, gibt es. Ich will mal was probieren. Ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt ist es egal. Ich habe eh keine Runes. Aber die sind halt erst in späteren Bereichen. Der E ist halt kompletter Abfuck, Alter. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl... Weißt du, das Ding ist halt... Klar, ich könnte hier oben irgendwo weitergehen, aber... Rot plus Poison. Champions, welcome. The stars have aligned. The festival is nigh. Oh, really? Ich muss jetzt jedes Mal die Scheiße von ihm anhören. Mightiest demigod of the shattering. How are you, the festival? Before we begin. Oh, shut up, dude. Nobody cares. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendeinen Trick zu dem, den ich einfach noch nicht check. Ich meine, es ist halt auch cool, dass du von deinem Pferd aus anscheinend deinen Bogen nicht benutzen kannst. Das ist auch so einer meiner Favoriten bisher. Hä, kannst du? Really? Ah, nur nicht den Gridbow, okay. Mit P
Imperius Crucible Knighten Witz. Oh. Ich habe halt gerade kein Schild, das parieren kann. Zumindest kein gutes. Mhm. Einfach nur was wissen. Ja, no way. Das macht schon mal gut Schaden. Interessant.